Ich begrüße euch zu einem neuen Content-Update und zwar fängt jetzt der 25 bis 35er Content an. Das heißt, ich kann euch das mal kurz auf der Map zeigen. Wir waren zum Schluss in der Ecke hier, mussten hier noch ein bisschen was zerstören, ein bisschen was einsammeln und dann mussten wir halt wieder hier hin. Und mussten hier oben 5 Eier sammeln, 10 Mobs töten und ja. Also hier oben das Ding, da mussten wir noch nicht dran. Und hier war ich gar nicht, war ich da nie drin? Ja, witzig. Ja, auf jeden Fall ist jetzt unsere Quest hier Travel to Banner Coast via Skippus. Hier der Skippus ist der Captain. Und hier oben die Plattform nennt sich Sky. Titan Sky. Ja. Und gut. Er hier, wenn er es möchte, ihn sprechen wir jetzt an und dann fahren wir hier mit dem Schiffchen. Wie mit unserer üblen Armbrust. Ja. Mir ist aufgefallen, dass mich das hier ein bisschen an Guild Wars erinnert. An Guild Wars 2. Weil es da auch so ein Dorf gibt mit dieser Art von Design. So, dürfte jetzt aber fertig geladen haben, oder? Wollen wir noch nicht. Na super. Spiele jetzt mit dem Schurken. Falls ihr euch fragt, was so eine Klasse ich jetzt gerade spiele. Das heißt, das ist der Schurke, der auf dem Seepferdchen, auf dem Bentik sitzt. Ja, jetzt sind wir hier angekommen. Also irgendwie wurden wir hier abgeworfen. Gab jetzt auch hier kein großartiges Video dazu. Und das hier ist jetzt die neue Map. Also hier haben wir die Map, 2 Dungeon und es gibt wohl irgendwie noch die Möglichkeit auf einen Raid, Open World Raid, wie auch immer. Das werden wir dann irgendwann mal sehen, wenn es soweit kommt. Ja, zu der Map kann ich sagen, ich habe jetzt ein paar Levelchen gemacht, 3 Level mit meinem Tank und finde es sehr entspannt, okay, also es ist nichts Außergewöhnliches jetzt hier, wo ich sagen müsste, das klappt nicht oder so. I knew Rondo would return to the Frost Keep. He has the princess under heavy guard. They will not get away from us this time. Ja, also Rondo, unser Erzfeind, hat immer noch die Prinzessin dabei, wo wir vorher das Ritual verhindern mussten. Und versuchen jetzt wieder die Prinzessin zu befreien. Also, ja, Crow hat da dann den Rondo verfolgt. Und uns gesagt, wo wir hin müssen. Und dementsprechend kloppen wir uns jetzt da durch. Mit dem Tank hatte ich hier das Problem, dass hier ja die Ice-Map ist und da gibt es dann den Debuff, 400 Meter weniger kann man fliegen und 30% weniger Movement Speed. Und dafür braucht man dann zum Beispiel den hier. Der hat dann diesen Debuff nicht mehr, sieht man hier immun. Und der ist dann wieder schnell unterwegs und kann dann hier auch das Regionslimit erreichen. Der Albino. Ja. What is your business here?
Hier erzählt er uns das mit dem Debuff von der Küste bzw. von der ganzen Map, weil das ja alles so eine Schneemap hier ist. Und dann kann man hier so eine Cold-Resistenz-Rolle benutzen für 10 Minuten. Ob das jetzt so direkt auch nochmal zu benutzen sein sollte, weiß ich gar nicht. Sieht auf jeden Fall gut aus, die Map. Finde ich schon mal sehr nobel. Und soll jetzt hier einzelne Teile sammeln. Zum Beispiel eine Puppe. Hallo, würdest du mal bitte mit dem Fenster weggehen? Ich denke. Da drin? Da drin. Was brauchen wir hier? Warme Schuhe? Okay. Und... Ja, toll. Ja, ein bisschen weiter raus, bitte. Ach so, und bei ihm irgendwas. Leckeres Essen. Ich weiß gar nicht, ob man den Apfel dafür braucht. Great for keeping horses happy. Doktor. Bankrupt. Keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich weiß nicht. Den Apfel, den trage ich noch 3 Level später mit mir rum. Ach ja, und die verkauft auch ihr eigenes Zeug an mich, um das dann wieder abzunehmen. Ist auch irgendwie ganz komisch. Da hinten ist noch was. Ja, mach den hier. Hier? Ach, steh genau drin. Ja, es ist ähnlich wie auf der anderen Map. Man sammelt hier wieder von den identischen Pflanzen die Blätter ein. Nur das, was ihr jetzt zum Beispiel auch seht, ich versuche das jetzt einzusammeln, aber es taucht einfach keine Taste auf. Das ist einfach irgendwie, dass dieses Flugpad hier absolut scheiße ist. Also es, ich verstehe das auch nicht, warum das so kacke ist, ja. Es bringt eigentlich irgendwie gar nichts. Deswegen sucht man sich irgendwann dann hier hinten irgendwo so einen Wolf, der hier irgendwo steht. Unser Wolf bringt leider hier auch nicht viel. Ich habe auch sonst kein Viech dabei. Ich habe nicht mal mehr einen Platz dafür. Aber ich könnte mir ja einfach mal noch einen Platz kaufen. Fertig. Früher oder später brauche ich die sowieso alle. Droppen tun die hier auf jeden Fall alles Mögliche. Elite-Siegelsteine, Elite... Boah, ist das Ding laut. Elite-Pest-Skulls. Formular-Orbs. Was man halt so kennt. Und wir haben ja in der Nacht hier gestartet, so um 2, 3 Uhr, je nachdem. Ich weiß nicht, wir wurden um eine halbe Stunde verlängert, da waren wir eine Stunde drin, dann gab es eine Stunde Notfallwartung und waren dann halt hier auch unterwegs. Und es ist dann doch ziemlich voll gewesen. Jetzt sieht man aber, dass es nicht die Masse ist. Also das ist, es hält sich extrem in Grenzen. Vor allen Dingen, weil auch viele einfach echt wirklich komplett inaktiv geworden sind. Also man, ich bin der Meinung, dass das ein Riesenfehler war, das hier so gestückelt auf den Markt zu bringen. Ich habe in, als ich hier mit ihm hier gestartet habe, hier merkt man wieder, ich kann das Ding einfach so nicht einsammeln. So. Aber funktioniert die F-Taste hier und steht dann out of range. Komisch. Was muss er noch machen? Da Pinguine kloppen, okay. Ja. Es ist aber auch für eine geringe
Menschenmenge konstruiert, habe ich den Eindruck. Also wenn ich mir angucke, dass zum Teil wirklich nur 10 Mobs an einer Stelle sind, geht man auch gar nicht davon aus, dass viele Leute das Spiel spielen werden. Was auch sehr schade ist. Ist es mehr wie so ein, wie so eine LAN-Party, das ist manchmal traurig. Ja, eigentlich gibt es da so dann auch nicht viel zu sagen. Also ich habe jetzt schon gesehen, dass ein paar Leute schon nach 10 Stunden oder nach 8 Stunden, wie auch immer, keine Ahnung, wieder das Max-Level erreicht haben. Warum man das so macht, ich weiß es nicht. Also ich... Hä? Was lädt denn hier? Kranteile. Von wem denn? Achso, von dem Pelikan. Und ja, es dann, da muss man sich nicht beschweren, wenn man nichts mehr zu spielen hat. Wenn man das mit Gewalt vorantreibt. Also es, ich finde es ein bisschen traurig, dass manche Spieler einfach mit Gewalt leveln wollen, um dann sich zu beschweren. Viele Leute machen das Spiel einfach schlecht, indem sie einfach Level-Content auslaugen und sich dann beschweren. Also ich habe schon auch von ein paar Leuten Videos gesehen, wo ich gedacht habe, okay, das waren welche, die Max-Level schnell erreicht haben, dann aber nachher nichts anderes mehr erreichen. Ja, das ist einfach nur dieses mit Gewalt das Max-Level erreichen, überall mal in der Map drin gewesen sein, alle Mounts erreichen und dann rummeckern. Es gibt sonst nichts mehr zu tun und ich hatte jeden Tag, ich war jeden Tag 8 Stunden online, ich hatte immer was zu tun und daher finde ich das immer traurig. Das sind auch dann die Leute, die dann direkt wieder im Forum sind und im Forum dann erzählen, es gäbe nichts zu tun, das Spiel ist langweilig, hört auf das Spiel zu spielen. Ja, das ist... Also mich macht das sowas traurig. Ich finde das nicht so toll. Ja, hier gibt es die erste grüne... Hier gibt es auf jeden Fall, glaube ich, die erste grüne Ilun-Quest wieder. Wo man mit Premium 2 Ilun bekommt. Und eine weitere gibt es auch noch. Die hier ist noch relativ einfach. Ich glaube, das war 5 Mobs kloppen oder sowas. Die danach kommt, da muss man 15 bis 30 Gegner kloppen. Und... was soll ich denn hier? Ach, da ist noch einer. Ah ja, genau, den Kran muss ich noch bedienen. What are you sniffing up? These are dark times we're living in. Ja, ist auf jeden Fall traurig, so was man hier so nebenbei mitbekommt. Hier kannst du wieder nicht benutzen. Wieder absteigen. Da. Ja, zu den neuen Skills habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Die neuen Skills ist beim Tank 2000% Verteidigung für 10 Sekunden, 15 Minuten Cooldown. Der hat 400 Leben passiven Buff, also der ist dann halt immer da. Und der hat einen Rush, sowas hier, aber auf den Gegner, also Schild. Wie nennt man das denn? Ja, halt so eine... Ach du blöde Mistkrücke, du. Ja, komm du her. Ach toll. War irgendwie komisch. So ein Schild. Ah, wie heißt das denn, Alter? Das hat doch einen Namen, Alter.
Ja, wie so ein Rush halt, ne? So auf den Gegner zu und dann mit dem Schild wegdrücken. Und bei ihm hier? Warte. Ach ja, Pfeilregen auf Mount hat wohl jeder hier bekommen. Das ist das auch irgendwie das Einzigste, was dann neu ist. Habt ihr gemerkt, wie lange ich brauchte, um wieder anzugreifen? Dieser Skill ist dermaßen verbuggt. Das ist... Ich weiß auch nicht. Das ist echt... Aber manche Sachen sind echt krank. Da muss ich auch mal ein Ticket schreiben. Also ich meine, ich bringe mich doch nicht umsonst hinter den, ey. Was soll das denn? Ich habe auch irgendwie den Eindruck, dass bei uns selber gar nichts gefixt wird. Wir bekommen einfach nur die Maps, aber wir kriegen keine Bugfixes oder so. Also wir haben so viele Max, ja, wenn ich das zum Teil mitbekomme, was die Leute sich hier im Forum beschweren über alles mögliche Beschreibungen und grafischen Bugs und mechanischen Bugs und ja, das ist ja wie mit der 100%igen Trefferrate, die nicht 100%ig trifft. Das ist auch ist auch nicht schön. So. Haben wir die Dinger hier auch? Haben wir jetzt hier alles hier draußen? Das ist voll doof, dass das so ist. Ne, wir müssen noch Schrieker kloppen und Fischernetze checken. Ja, checken wir die Dinger mal. Gucken wir, ob das aus der Luft geht. Nö. Er beißt mich. Ja doch, eins hat geklappt. Ja, dann kommt mal hier hin, ihr kleinen Dreckschweine. Klatsch! Aber das geht auf jeden Fall schnell. Ich habe geguckt, 30er Waffen sind 10% besser. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier eine... Ja, sehr geil, Alter. Wenn man jetzt zum Beispiel 270 Angriff hat, macht die 30er Waffe 300 Angriff. Also ist jetzt nicht so die Welt. Das heißt, man hat wahrscheinlich dann 330, also ist zumindest mit dem Dolch, 330 Angriff pro Dolch mit Level 35. Mal gucken, ob das so bleibt. Dann kann man sich ja den Content ausrechnen, was man dann woanders mehr kriegt, denn das ist beim Schild genauso. Das Schild macht 400 Def und jetzt 440. Also, da ist jetzt nicht so der Anstieg gekommen. Hier ist eins von den ersten neuen Mounts, die man sich hier besorgen könnte. Können wir direkt mal drauf springen hier. Ich habe gerade eine Fliege am Arm. Ja, der Drecksau. Ja, wie man das halt so kennt, ne? Hier ist wieder das Eidechsenviech. Und einfach nur Recolor. Bin mal gespannt, wann das aufhört. Wir haben gestern mal im Internet ein bisschen umgeguckt wegen neuen Spielen, was so alles rauskommt. Und da kommen auf jeden Fall noch einige Bomben raus. Ich weiß zwar nicht, ob die Free-to-Play werden, aber nächstes Jahr gibt es auf jeden Fall wieder richtig schöne Leckerchen. Ach ja, und hier unten aufs Boot müssen wir noch. Gut. Knallen wir da mal die Bombe rein, die nicht gekillt hat. Ja. Was mich ein bisschen nervt, ist die Farbe hier von dem Cursor. Ich verliere öfter mal die Cursor-Position. Da muss ich mich wieder neu orientieren hier. Wenn ich manchmal hier in so einem grauen Fleck ist, dann hätte ich schon ein paar Mal aus den Augen verloren. Oh, ich werde einfach nur blind. Von den Schriekern hier habe ich noch nichts gedroppt. Ich weiß auf jeden Fall, wo ein Rezept droppt. Das ist beim
Grill, irgendwie sowas. So heißt der, werde ich euch auf jeden Fall zeigen, aber das wird in 3-4 Videos erst sein. Ich habe gestern extra den ganzen Content rausgeknallt, den ich noch auf der Platte hatte, unter anderem den letzten Dungeon, schön solo hier mit dem Schurken. Und ja, werde dann gleich hier direkt auf das Video hochladen. Zumindest erstmal rendern und dann wird das über Nacht hochgeladen und direkt veröffentlicht. Und ja, ach, noch einen, okay. Werde mal gucken, mit welchem ich hier schneller durch den Content bin. Natürlich wechsle ja dann ab, aber ich merke das hier so vom Handling her. Wobei ich weiß, dass alles bis jetzt irgendwie nur auf Schadensbasis. Das heißt, ich brauche mit dem Tank definitiv länger, weil er nur die Hälfte der Gegner one-hittet. Und daher werde ich wahrscheinlich hier wieder mit dem Kollegen durch sein. Aber naja. Ja, die Questbelohnungen hier. Die Questbelohnungen. Oh, ich krieg das auch da. Ja, wie nice ist das denn, Alter? Das sind die Belohnungen vom letzten Event. Ja, fette Geschichte. Aber ich hatte doch vorhin 5... Ach so, weil ich sie aufgemacht habe. es gibt hier... Hallo, schließ dich. Es gibt hier einen neuen Daily Reward, und zwar das hier. Premium-Kiste. Und Heroic-Mark-Boxen. Jevely-Boxen. Hier gibt es einen Rondo, Dagger, was weiß ich was. Und Elite-Marks. Und ist ja auch wieder sowas, was ich gesagt hatte, auch schon vorher gesagt hatte, hier beziehungsweise hier wegen diesen heroischen Marken. Dass es nachher immer mal wieder solche Sachen, so wie hier Mount Sephiroth oder was weiß ich, was das wird, Zephiros, solche Sachen gibt es ja halt immer mal wieder auch gratis. Also wenn man dann einfach keine Lust hat, so wie ich, 600 Gold oder was für Drachenmarken auszugeben, dann nimmt man einfach solche Kisten. Weil wenn es direkt hier für die Heroischen ist, ist mir doch egal, dann nehme ich das auch gerne. Ach, da ist noch was. Hä? Ach so, da hinten. Die musste ich doch. Die brauche ich auch. Ich glaube, ich werde ein bisschen krank. Eigentlich wie immer, sobald ich ein Video mache, werde ich krank. Oh, zweimal fein, Mist und Mist. Okay. Ah ja, neue Pflanzen gibt es hier, genau. Hier, die schönen Pflanzen. Cooles Design, ich mag das. Ja, ich merke hier schon alleine, dass ich hier mit ein paar Schüssen durch den Gegner durchkomme. Dass ich auf jeden Fall hier eine wesentlich bessere Chance habe, den Content zu genießen. Also ich meine, ist ja sowieso nur klopp dies, klopp das, sammel dies, sammel das, aktiviere dies, aktiviere das. Also das ist, ich glaube, da wird keiner von sterben. Was war das hier nochmal genau? Diese Explorer, davon brauchen wir nur 3. Also das Schöne, wenn man einfach viel crittet und viel Damage macht. Bin ja ziemlich gut mit dem ausgestattet hier. Und was sehr Positives ist, dass einfach viele Mobs hier mittlerweile rumlaufen. Also oft, wenn man auf der Map ist. Hallo. Ich habe den die ganze Zeit nicht einmal. Doch, ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, ey. Ballerst die ganze Zeit drauf und kriegst dann den Kill nicht oder was? Und den brauche ich gleich. Ich gehe mal eben hier die Quest ab, mal gucken. Aber auf jeden Fall finde ich schön, dass es hier auf jeden Fall mehr Mobs gibt. Und irgendwelche Deppen stehen wieder in den Quest-Mobs drin. Achso, ich soll ihn mitnehmen. Kommt der denn mit? Ja.
Alter, ich krieg den einfach nicht angetappt. Was ist das denn jedes Mal? Das ist wie bei Magier. Wenn ich habe ein gutes Beispiel gefunden, wenn ich bei Magier dieses Rückwärts-Doppelklick mache, damit er sich nach hinten beamt und dann sofort, weil ich ja so schnell bin mit den Fingern, sofort versuche, meine Bombe zu laden, kommt der Ladebalken und dann geht's wieder weg, also dieses Kanalisieren. Und das ist einfach absolut dämlich. Du kannst dich nicht nach hinten beamen und erstmal eine Sekunde warten, dass der Server den Beam mitbekommen hat. Also, weil ich, manche Sachen sind doch echt ein bisschen dumm. Das ist... Aber das, da müssen wir uns dran gewöhnen. Also, da wird das bei Magier halt immer so sein, durch diesen übelsten Delay, den wir hier haben. Auch wenn viele das überhaupt nicht mitbekommen, weil sie glauben, das muss so sein. Ja, das ist dann... Weiß nicht. Ja. So, jetzt hat sich hier das grüne, die grüne Missionsbot hier aktiviert. Da sieht man jetzt, hier gibt es jetzt die Elum-Quest. Die nehmen wir natürlich mit. Ach ja, Skills wollten wir gucken. So. Also, Mount gibt es mit 30. Levelt natürlich auch jetzt alles hier wieder nochmal ein bisschen höher, ne? Bedeutet zum Beispiel, dass vielleicht er hier höher geht. Er ist auf jeden Fall höher gegangen, das ist schon mal nice. Der Wirbel geht höher und der Explosionsfall geht irgendwann wahrscheinlich auch noch eine Stufe höher. Abwarten. So, wir gucken jetzt mal hier nach unten. Ja, so. Oh, er kriegt nur 4 neue Skills, das hieß mal irgendwie anders. Und bekommt Vergiften mit 27. Deadly Poison, Cribbly, Weakening. Apples different poisons to your dagger. Also verschiedene Arten von Gift, based on how many times the skill is used. Apples to all dagger skills, all potion can stack up 3 times. HP, Movement Speed und Attack Speed. Ja, das ist ja... Aber Active Instant 10 Sekunden. Apples to all. Ach so, jeden Skill, den ich benutze, kann das hier aktivieren. Aber nur alle 10 Sekunden einmal. Mhm. Und dann gibt es noch den Dagger Song. 2000 Damage. Spin backward and throws multiple daggers. Also ballert ein paar Dagger nach vorne. Und dann gibt es noch das hier. Critical Damage 300, okay. Ja. Der eine kriegt Leben, der andere kriegt Schaden. Und er kriegt dann noch Danger Zone. Blade Storm. Blade Storm habe ich aber leider noch nicht. Ein Feld mit Gift. 15 mal 283. Ja, das ist schon eine Hausnummer. Das muss ich sagen, da kann man jetzt auf jeden Fall was mit basteln. Auf jeden Fall kommt das dann in meine Kombos, definitiv. Mithril gibt es hier noch. Mithril-Erz. Was einige auch schon sehr fleißig am Sammeln sind. Ja. Und hier benötigen wir jetzt die hier. Klavatsch. Und ach ja, genau. Und für die Daily hier die Gegner. Ja, schaffen es aber beide nicht zu mir zu kommen oder was? Doch. Okay, der eine ist tot, bevor er da ist. Und er kriegt direkt eine Bombe. Fertig. Und er da hinten verfolgt. Ja, ist jetzt ein bisschen überladen, weil es halt die ganze Zeit permanent Leute kommen. Es gibt zum Teil hier richtig nice Farm-Ecken. Werde ich euch dann auf jeden Fall im Laufe des Tages noch zeigen. Ja, das hier ist der Wolf, den du am Anfang tamen könntest. Bin aber jetzt voll. So, das Mana Potion und Fleisch. So.
Frostschrieker oder Arschgesicht? Nehmen wir lieber das Arschgesicht. Und backen den Schrieker weg. Der hier zwar Healing stehen hat, aber kein Heal gibt. Und ja, den brauche ich auf jeden Fall. Ja, gibt sonst nichts zum Wegschmeißen. Achso, ich wollte ja hier das Zeug noch auspacken. Ein bisschen Elu. Die Waffe. Ja, und packen wir uns die Katze auf die Schulter. 100 Lebenspunkte mehr. Bitteschön, Dankeschön. So. Das war's bis hierhin erstmal. Ich mache natürlich hier direkt weiter und werde euch zeigen, wie es hier weitergeht. Und sag damit erstmal ciao, bis später. Danke.